herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Wild Scandinavian Way. Wir sind dieses Mal wieder in Dänemark, in mein Heimatland unterwegs. Und es ist Herbst, es ist kalt und wir werden uns um Schalentieren kümmern. Wir werden Hummer finden. Und wir gehen auf den Oyster oben im Limfjord, denn das ist einer der besten der Welt. Diesmal sind wir oben im Limfjord. Das ist echt wirklich ein besonderer Ort, denn der Limfjord zieht sich einmal von links, von der Westküste zur Ostküste, durch die nördliche Spitze von Dänemark. Der Grund, warum wir da oben hinfahren, ist einfach der Hummer da oben. Es ist natürlich perfekt für Oyster, Muscheln, Hummer, all Arten von Schalentieren. Man kann wirklich raus mit ein kleines Boot und dann kannst du ins Meer reingehen und dann kannst du die versuchen, mit den Händen zu fahren. Das ist eine tierische Herausforderung. Das will ich unbedingt machen. Willkommen im Limfjord, ganz oben im Norden von Dänemark. Tore, ein Freund von mir, hat sein Boot bereit und jetzt werden wir mit ihm rausgehen und versuchen, mit den Händen Hummer zu fangen. Die Temperatur, finde ich, geht noch. Wir haben ungefähr 12 Grad. Es ist nicht ganz so kalt, wie ich gedacht habe. Wir sind angekommen und haben uns mit Jesper, der Oyster King von Fänö, ein toller Mensch. Mein Name ist Jesper Voss, ich bin der Austernkönig. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren angefangen, Dänemark Austern zu machen. Und das hat sich entwickelt, dass ich europaweit Austern zubereite. Mit ihm werden wir die nächsten Tage verbringen und er zeigt uns so ein bisschen den Limfjord. Was wir jetzt machen, ist immer ganz wichtig, vorweg mal die richtigen Gewichte zu finden. Ja, weil die Anzüge dazu super viel Auftrieb hat, damit wir leichter unter Wasser sein können. Das testen wir jetzt erstmal hier im niedrigen Wasser, wo wir leicht stehen können, bevor wir rausgehen auf 5 Meter und dann runter zu gehen, um die Hummer rauszuholen. Wenn wir jetzt uns Vorbereitung gemacht haben, mit Auspressen von der ganzen Montur, haben wir hier wilde pazifische Oystern gefunden, was natürlich also super geil ist. Da können wir schön zum Frühstück ein paar Oystern aufmachen. Für den König? Für den König. Fantastic. Ja? Go down. Okay, good some more. The good thing is that we just passed, you can say, some of the most promising lobster reefs actually in the fjord, according to my personal belief. And there were hardly any nets there, which probably has to do with the season, because you can say now it's getting colder, the lobsters are not moving as much, that makes it more difficult for both recreational and you can say commercial fishermen to catch them. So it looks as if we have plenty of playing ground, which is nice. So that's the first good indicator of the day, I'd say. Wir haben jetzt nach großen Steinen gesucht, also der Unterboden muss felsig sein, am liebsten großen Stein. Hier haben wir jetzt das Anker runtergeschmissen, denn hier soll auch gerne dann der Lobster sein. Die brauchen Höhlen, große Höhlen, und je größer die Höhlen sind, umso größer sind auch nachher die Hummer. Exakt, let's get in the drink. For rocks, because on a lot of rocks, especially the larger ones, you have both an entrance and an exit. And imagine, you can say it starts like this, the bump, we call it a lobster garden, and then actually have the slope, because that's the let's say the entrance to the cave, and then obviously the below part of the S, that is actually the cave itself. They cannot just catch any lobster, they need to have a certain minimum length. I have designated measuring you can say tools with us here. And obviously with a little bit of experience, I should be able to quickly tell if it's a keeper or non-keeper. And speaking of catching the lobster, you can say there's only one way of doing it in a safe way, and that is with firm hand grip just below the claws. Und da musst du schnell sein und die Dinger greifen. Das ist echt immer eine Herausforderung, wenn da plötzlich so zwei Klauen auf dich zukommen. Ja, wenn er die Finger erwischt, dann wird es definitiv richtig wehtun. Das
hat nicht lange gedauert, dann haben wir den ersten Hummer gefunden und wir haben auch mehrere filmen können und mehrere rausgeholt. Nur waren die leider alle zu klein. Das heißt, man muss in einer gewissen Größe muss man die halt wieder reinsetzen. Like a keeper. It's a keeper. Amazing. No legs, no eggs. Woo-hoo! Der saß in der Höhle drin, ne? Und dann haben wir nachher quasi, weil wir kamen nicht mehr ran an ihn, haben wir quasi den Deckel von der Höhle aufgemacht und dann ist das Ding abgehauen über den Boden. Sah so geil aus, wie schnell die Dinger sind. Haben wir den gegriffen, Tor. Und hier ist der erste, der ist groß genug, dass wir den auch essen können. Wir haben uns alle Mühe gegeben. Wir haben wirklich 5 Stunden im eiskalten Wasser getaucht. Ein geiles Naturerlebnis und da draußen zu legen. Aber die ganzen Hummer mal zu sehen und zu sehen, wie das halt so ist, also das war mega, hat richtig Spaß gemacht. Kleinen Stopp zwischendurch, da wir direkt an der Küste, bei der Westküste, wo der Limfjord reingeht, sind hier natürlich auch Wellen und guckt euch das an. Geil, wir gehen surfen! Einfach echt gar nicht so einfach, weil es wirklich fast auf den Strand aufgebrochen ist und die Wellen entweder zu schnell Close-Out gemacht hat oder gar nicht so den richtigen Power hat. Aber irgendwie mit der Zeit haben wir gesehen, also eine äußere Sandbank, dass es da dann doch ziemlich viel ablandiger Wind war mit richtig Gischt in der Hinterland und dann sind wir da rüber gepaddelt und da habe ich sie gefunden. Ey, perfekte Welle des Tages. Es war richtig gut, es war richtig schnell, hohl. Ja, das war unfassbar. Ich war wieder zu Hause und konnte richtig geile Wellen surfen. Immer noch die ganzen Oystern und den Hummer fehlen, haben wir gesagt, es gibt jetzt nur noch eins, was wir machen können. Wir fahren zu Christian. Hey! Willkommen, Vinny. Christian. Hallo, Brian. Den haben wir besucht, weil wir wirklich mal die Oystern endlich mal probieren wollten und wir gedacht, wir holen uns mal von den klassischen Oystern ein paar ab. Der Unterschied zwischen Venus Seafood bei Christian und der normale Austernaufzucht ist, er benutzt die wilden Austern, die er reinholt. Die anderen Austernaufzüchter, die kriegen die kleinen Mini-Austern und die ziehen sie dann groß. Man sah wirklich, dass die wilde Austern gesammelt haben. Die haben dann einen riesen Berg wilde Oyster, die sauber gemacht haben und nach Gewicht abgewegt. Und dann werden die quasi 2 Wochen dann da ins Wasser gereinigt, wo sie die dann verkaufen. Du hast wirklich die Qualität bei Christian von den wilden Austern, die draußen liegen. Nur sie sind sauber gemacht worden und dadurch auch lebensmitteltechnisch geprüft. Was halt bei ihm speziell ist, die ganzen Fischer aus dem Link, die bringen ihm deren ganzen Hummer. Wenn das deren Beifang ist, verkaufen das an ihm. Diese Becken, die ganz lange da drin sind, auch komplett voll mit Hummern. Christian war so nett und hat uns ein paar Hummer mitgegeben. Endlich das gefunden, wonach wir gesucht haben. Das ist das, was ich liebe, hier draußen in der Natur zu kochen. Darum geht's nämlich. Deswegen sind wir hier. Geiles Essen zu machen mit geilen Produkten. Fantastische Stelle, paradiesisch eigentlich, wirklich, wirklich, wirklich schön. Und da liegen die Austern überall. Wir sammeln sie dann auf und nach einer knappen Stunde gehen wir wieder zurück und bereiten sie zu. Es gibt 1000 Möglichkeiten, um eine Auster zuzubereiten. Und das ist dann meine Passion. Ich mache sie dann in 100 verschiedene Weisen auf dem Grill roh mariniert. Und das ist eben ein super gutes Produkt, um sehr leckeres, exklusives Essen zu machen.
Das war ein Riesenfestmahl. Und viele von den Leuten, die wir getroffen haben unterwegs, kamen auch alle vorbei. Selbst mein Bruder hatte mitgekriegt mit seiner Frau, dass wir da sind. Die sind auch nochmal hochgekommen. Und dann haben wir für 10, 12 Leute abends gekocht und haben alles aufgegessen, was wir gefunden haben, gefangen haben. Alles Gute kommt auch manchmal zum Ende. Aber das hat so viel Spaß gemacht dieses Mal. Das ist ja mein Heimatland und ich bin jedes Mal erstaunt, wie geil es echt hier oben ist. Frische Produkte, was du dir selber holen kannst. Es ist so leicht, richtig gute Qualität auf den Tisch zu kriegen und dann hier draußen in der Natur zu kochen. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.